Willkommen! Ich möchte euch eine ungewöhnliche P2P-Kreditplattform vorstellen. Normalerweise gibt es ja für uns P2P-Investoren nichts Schlimmeres als ausgefallene Kredite, die langwierig eingetrieben werden. Wieso aber gerade ein Investment in diese doch attraktiv sein können und wie das funktioniert, das gibt es im heutigen Video, in dem es um die lettische P2P-Krediteplattform in Demo geht. Indemo ist eine P2P-Plattform mit dem Fokus auf der Eintreibung von bereits ausgefallenen Krediten, insbesondere im Immobilienbereich auf dem Ihnen wohlbekannten spanischen Markt. Die Plattform verspricht eine Rendite von über 15% und bietet Investitionsmöglichkeiten in klassische, langweilige Hypothekendarlehen sowie in Discounted Debt Investments, DDIs, also abgewertete Kredite. Im Detail, was ist Indemo? Indemo ist eine in Lettland ansässige Plattform, die auch dort unter der Aufsicht der lettischen Zentralbank steht und voll reguliert ist. Interessant sind für mich neben den Immobilienkrediten, den klassischen, vor allem natürlich die DDIs. Die DDIs sind im Grunde bereits abgewertete Darlehen, die von Indemo erworben und mit Gewinn weiterverkauft werden, um den Anlegern eine überdurchschnittliche Rendite zu ermöglichen. Wie läuft es jetzt? Vor dem Investieren steht natürlich das Anmelden, auch bei Indemo. Die Anmeldung bei Indemo ist umfangreicher als bei anderen Plattformen und kann in einzelnen Schritten aber durchgeführt werden. Hier macht sich die Regulierung bemerkbar. Nach einer erfolgreichen Anmeldung und Einzahlung können Investoren in Projekte auf der Plattform investieren. Die Mindestanlage beträgt schlanke 10 Euro. Perfekt, um einfach mal das Konzept auszuprobieren. Wie läuft das Investieren bei Indemo? Investoren können entweder manuell in Projekte investieren oder den Auto Invest nutzen, sofern sie den Produkteignungstest erfolgreich abgeschlossen haben und nicht wie ich diesen einfach nur schnell durchgeklickt haben. Ich bin dazu verdammt, nun manuell zu investieren oder aber den Test dann nochmal erneut zu machen. Beim Investieren kann man nun entscheiden, ob man in klassische Immobilienkredite oder eben die DDIs mit den 15% investieren möchte. Schauen wir uns das in demo-Kreditportfolio ein wenig genauer an. Demo bietet eben den Anlegern zwei verschiedene Immobilienklassen. Die klassischen Finanzierung von Hypothekendarlehen und die innovativeren Discounted Debt Investments. Bei der klassischen Anlageform investierst du in Immobilienprojekte, indem du Darlehen zur Verfügung stellst, die durch die entsprechenden Immobilie abgesichert sind. Indemo wandelt diese Darlehen in Anleihen um, die du dann erwerben kannst. Die Rückzahlungen der Kreditnehmer werden an dich weitergeleitet und im Fall eines Zahlungsausfalls bist du durch den Erlös aus dem Verkauf der Immobilie abgesichert. Hier erwartet Indemo eine Rendite von etwa 10%. Kennen wir schon von Co. ist auch nicht uninteressant, aber auch langweilig. Und im Moment bieten sie auch keine an. Viel spannender finde ich sowieso die von Ihnen aktuell angebotenen, ausgefallenen Kredite. Meines Wissens ist das ein einzigartiges Produkt von Indemo. Die Discount adepts werden von niemand sonst angeboten Sie bestehen aus gebündelten, ausgefallenen Krediten, die zu einem reduzierten Preis verkauft werden. Dieser Preis spiegelt das Risiko wider, aber auch das Potenzial einer hohen Rendite. Denn er liegt deutlich unter dem tatsächlichen Wert des Immobilienvermögens. Ein Konzept, das als Price-to-Value bekannt ist. Der Wert wird in Prozent angegeben und zeigt dir ja quasi, wie hoch eben der Abschlag ist. Ein Beispiel. Der Gutachter schätzt 100.000 Euro und in Demo erwirbt den Kredit für 50.000 Euro. Dann beträgt der PTV eben 50 Von diesen ausgefallenen Krediten werden um die 8 in ein Paket gebündelt und die Objekte gehen zur Verwertung, meist in die Auktion. Diese Kreditbündel bieten die als Anleger nun das Recht auf den Erlös aus dem Verkauf der Immobilie, oft mit einer zweistelligen Rendite innerhalb von 12 bis 18 Monate. Die von Indemo angebotenen DDIs stammen aus Spanien, einem mittlerweile wieder stabilen Markt innerhalb der EU und der Eurozone. Insbesondere Zweitwohnsitze stehen im Fokus, was die Verwertung vereinfacht und genaue Marktwerte Ermittlung durch Gutachter ermöglicht. Durch die Bündelung mehrerer Kredite zu einem Paket wird eine Diversifizierung erreicht, die konstante Rendite ermöglichen soll. Die Verwertung erfolgt meist durch Versteigern der Immobilie und die Differenz zum Einkaufspreis der Schulden kann dir als Investor einen attraktiven Gewinn erbringen. Demo rechnet hier mit einer Rendite von ca. 15 Interessanterweise sind einige der gerade angebotenen Kredite auch schon ziemlich weit in der Verwertungskette und die Auktionen erfolgreich beendet. Ich habe daher mit freudiger Erwartung schon mal investiert in den shownotes gibt es einen link zu meinem blogbeitrag in dem du noch viele weitere informationen und noch ein interview mit ihrem ceo findest nochmal kurz die vor- und nachteile von indemo Indemo bietet ein schickes Interface und gute Nutzerführung. Es ist eine regulierte Plattform mit ordentlichem Skin in the Game. Es gibt eine hohe Renditeerwartung mit um die 15%. Die DIs sind faktisch eine eigene Asset-Klasse und bieten daher eine weitere Diversifikation innerhalb eines Portfolios. Indemo wird von einem erfahrenen Gründerteam geführt. Die Nachteile? Eine junge Plattform ohne Track Record. Bislang noch keine Erfahrung mit ausgefallenen Krediten bei den klassischen Immobilienkrediten. Es gibt ein B- und Verwertungsrisiko. Also hat der Gutachter seinen Job gut gemacht und kann es dann auch wirklich so verwertet werden, will jemand aktuell die Ferienimmobilie für 500.000 Euro auch kaufen. Und natürlich, wie jede Investition, sind auch P2P-Investitionen riskant. Ein Fazit. Insgesamt bietet Indemo eine interessante Möglichkeit für risikobereite Investoren, die nach hohen Renditen suchen und bereit sind, auf planbare Cashflows zu verzichten. Die Plattform hat lange an diesem Projekt gearbeitet und scheint auf einem professionellen Level zu starten. Ich habe schon sehr früh direkt zum Start von Indemo angefangen zu investieren und auch ihr erstes Projekt in meinem Portfolio und werde sicher noch einige weitere Projekte aufnehmen. Meine Erwartung ist, dass sie am Anfang die 15% schon aus Reputationsgründen einhalten möchten. Ein Grund für mich, gleich mit dabei zu sein. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dass diese Bewertung und Anleitung zur P2P-Plattform in Demo hilfreich für dich war. Wenn du weitere Fragen hast, zögere nichts in den Kommentaren zu hinterlassen. Und denk natürlich dran an den Disclaimer. Keine Anlageberatung, nur meine Ideen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.